Eine intelligente Frau weiß, wie sie mit ihrem Mann umgeht. Guck mal, sagen wir mal, ihr seid in einem Streit verfangen. Ih, was ist das? Warum spuckt der so, dieser Mann? Was ist das wirklich? Also, sagen wir mal, ihr seid in einem Streit verfangen und dein Mann ist schon außer sich vor Wut, ja? Er ist so aggro, dass er fast schon seinen Kopf nimmt so und gegen die Wand schlägt so, ja? Er ist schon so richtig aggro. Und dann solltest du als Frau nicht auch noch so penetrant so tschick, 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 es gibt ja Zicken, die hören gar nicht mehr auf zu reden. Egal, wenn sie sehen, wie ihr Mann schon ganz blass angelaufen ist vor Wut, sie hören nicht mehr auf, anders als ihm. Also mach dich nicht angreifbar als Frau. Warte ab, bis dein Mann sich abregt. Egal, ob du in Recht bist oder nicht. Weißt du, wenn der Mann auf 180 ist, kommt bei ihm sowieso nichts an. Er ist nicht mehr aufnahmefähig. Du musst warten, bis er sich abregt. Und wenn er sich abgeregt hat, dann kannst du ihm sagen, hey, hör mal zu, Schatz, 1, 2, 3. Weißt du, dann ist dein Mann auch einsichtig und weiß, hey, du bist so cool. Du wartest darauf, bis er sich abregt. Hanne, du hast Verständnis, du bist reif im Kopf und dann kommt der Mann auch dir wieder entgegen, verstehst du? Aber du musst schon wirklich agieren, auch wie eine Lady. Also bleib eine Lady, mach's schlau, verstehst du? Und dann ist auch wieder schön Friede, Freude, Eierkuchen, alles, ne? Und dann hier ein Küsschen da, ein Küsschen hier und dann ist die Welt wieder heile. Also bis dann, ciao.